Hat er einen Wohnungsschlüssel benutzt, dann muss ihn der Orlowski selber reinlassen haben. Tatortspuren. Leider nichts Brauchbares, Herr Direktor. Orlowski kniete vor dem offenen Geldschrank, als der Täter mit einer Bronzefigur zuschlug. Fingerabdrücke? Nein. Übrigens war der Kunsthändler sofort tot. Niemand im Haus hat was gehört. Zeitpunkt zwischen 23 und 24 Uhr. Haben Sie festgestellt, was aus dem Geldschrank geraubt worden ist? Juwelen und Goldmünzen waren noch da. Ja. Der Täter hat anscheinend nur Geldscheine genommen. Wir haben ermittelt, dass Orlowski am vorausgehenden Nachmittag eine größere Zahlung erhalten hat. Die Nummern der Scheine sind natürlich nicht bekannt. Und Sie sagen, dieser Orlowski hat auch Geld verliehen, ne? Ja, ziemlich viel sogar. Wir haben ein Heft mit den Namen seiner Schuldner gefunden. Ja, meistens Schwabinger Leute, die auch beruflich mit ihm zu tun hatten. Also Maler, Bildhauer, Grafiker und so weiter. Mhm. Alibis? Werden überprüft. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich will mich gleich mal um den Stand der Vernehmung kümmern. Ja, ist gut. Halten Sie mich auf den Laufenden, Steiner. Ja. Herr Fröschel, Moment mal. Kommen Sie noch mal her. Ja, bitte, Herr Direktor. Sagen Sie mal, Fröschel, wie geht's denn eigentlich unserem Inspektor Wanninger? Hm? Ja, mei, der brummt halt seine Kur ab in Bad Pertach. Abbrummen ist wahrscheinlich gerade der richtige Ausdruck dafür. Ich kann mir direkt vorstellen. Hat er Ihnen schon mal geschrieben oder telefonieren Sie ab und zu mit ihm? Ja, manchmal ruft er an und fragt, ob es was Neues gibt. So. Ja, ich komme nämlich drauf, weil der Herr Steiner vorhin gerade gesagt hat, dass die Kunden von diesem Orlowski hauptsächlich Schwabinger gewesen wären. Das habe ich gesagt, Herr Direktor. Können Sie sich eigentlich noch an die Bildfälschergeschichte erinnern, die wir vor ein paar Jahren mal gehabt haben? Bildfälschergeschichte? Na, da weiß ich nichts. Könnte das vielleicht vor meiner Zeit gewesen sein? Ja, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob der Inspektor Wanninger damals diesen Fall gehabt hat. Ich überlege mir nämlich, ob nicht jemand, der von Malerei was versteht, ob sich der nicht bei der Aufklärung von diesem Fall Orlowski etwas leichter tät. Meinen Sie nicht auch? Ach, Sie meinen, Sie wollen den Herrn Wanninger zurückrufen? Nein. Das meine ich ganz bestimmt nicht. Der Inspektor Wanninger ist offiziell beurlaubt. Er soll nur mal seinen Rücken auskurieren. Ich bin froh, dass wir ihn endlich so weit gebracht haben, dass er mal was für sich selber tut. Aber Herr Direktor, ich wollte eigentlich heute Nachmittag den Herrn Wanninger besuchen. So? Soll ich ihm vielleicht was bestellen? Ja, ist eine gute Idee. Sagen Sie ihm viele Grüße von mir. Hm? Und erzählen Sie mir dann, wie es ihm geht. Beziehungsweise seinem Rücken. Mache ich, Herr Direktor. Und ich bin sicher, dass er sich gleich bedeutend wohler fühlt, wenn er aus dem Präsidium auch einmal einen offiziellen Gruß kriegt. Ja, meinen Sie. Wiederschauen, Herr Direktor. Wiederschauen. Wiederschauen, Frau. Gott, Herr Inspektor. Ja, der Fröschel. Wo kommen Sie denn her? Ja, ich soll schauen, ob Sie auch brav Ihre Kur machen. Mhm. Ein bisschen frisch ist heute heraus. Ja, probier mal, nachher wird er warm. Aber reiß dich zusammen, sonst wird er schlecht. Na, schönen Dank, das hat mir mein Arzt verboten. Mhm. Schmeckt's recht kreislich, ne? Ja, kreislich ist ja gar kein Ausdruck. Na, nicht verzagen, Sie werden bald wieder Ihr Bier trinken dürfen. Ja, was meinst du, was ich abends mache? Ach so, na, das glaube ich, erzähle ich dem Direktor lieber nicht. Dem Direktor? Ja, die hat mich gefragt, wie es Ihnen so geht. So, hat er das. Wie ich sehe, lesen Sie gerade über den Fall Orlowski. Ach, schmarrig. Schau doch nur, wie es Wetter wird. Aha. Und? Wird's besser? Ach. Du, sag einmal. Ja? Der Steiner hat also den Fall. Freilich. Mhm. Und wie schaut's aus? Na, in der Zeitung steht ja wieder so gut wie gar nichts. Ja, nein, schlecht schaut's aus. Spuren am Tatort so gut wie gar keine. Verdächtige? Ja, das schon. Hauptsächlich Künstler. Naja, mir kann's wurscht sein. Ich hock hier und sauf meinen Sprudel. Ja, das ist auch recht so, hat der Direktor gemeint. Sie sollen sich einmal richtig auskurieren. Ja, da fällt mir ein, haben Sie nicht auch einmal was mit Malerei zu tun gehabt? Ich? Ja, wie kommst du denn da drauf? Schau so aus. Nein, ich meine, nicht direkt Malerei. Hat es da nicht einmal eine Bildfälscher-Geschichte gegeben, in der Sie auch mit drin gesteckt sind? Also von der Geschichte will ich nichts mehr wissen. Wieso? Na, es ist nur, weil der Direktor gemeint hat. So, du, sag einmal, mir scheint der Direktor, der hat eine ganze Menge gemeint im Zusammenhang mit mir. Hä? Oh, der ist ja froh, dass er sie endlich so weit gebracht hat, dass sie sich einmal richtig ausruhen und ausspannen. Obwohl, wenn sie mich fragen. Dich fragt aber keiner. Also bitte. Herr, man müsste es halt einmal von der Seite anpacken. Wie meinen? Ach. Jetzt haben Sie mir mal dahergeschickt, jetzt bleibe ich auch da. Jawohl, das ist auch richtig. Da dringen Sie, Herr Inspektor, ich hole ein neues Glas. Okay. Haben Sie heute Ihr Moorbad schon gehabt? Oder sollen wir lieber einen Spaziergang machen? Ich gehe recht langsam, damit Sie sich erholen. Jetzt hör doch endlich auf mit dem Schmarrn. Oder bin ich für dich schon ein alter Depp? Geh lieber zum Bahnhof und hol mir Fahrkarten.
Ich hol nur meine Sachen. Na, also. Sie heißen? Das habe ich doch schon dreimal gesagt. Dann sagen Sie mir es bitte zum vierten Mal. Boris Skarupa. Bulgarische Nationalität? Jawohl. Warum sprechen Sie dann mit einem französischen Akzent? In Paris aufgewachsen. Beruf? Grafiker. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 23 und 24 Uhr? Im Bahnhof. Habe auf Freunde gewartet. Im Bahnhof. Kann das jemand bezeugen? Glaube ich nicht. Ist keiner gekommen. Wo standen Sie im Bahnhof? In der Halle. Mal da, mal da. Wir werden das überprüfen. Sie hatten Schulden bei Orlowski? Orlowski ist ein ganz schlechter Mensch. Ich nehme so viel Geld und er will so viel zurück. Sie mochten ihn also nicht? Ich sage, Orlowski ist ein ganz schlechter Mensch. Was haben Sie gestern gemacht, bevor Sie zum Bahnhof gegangen sind? Also doch. Ich hab's doch gewusst. Den Mantel, der draußen hängt, den haben Sie doch dabei gehabt. Servus, Burgmüllerin. Na, wie geht's? Ja, das frage ich Sie, Herr Inspektor. Na, also, und die Margot macht ihren Haus. Also, das ist wie... Ein Moment. Ich mach's mir nur die Hände. Ja, lassen Sie nur, Frau Burgmüller. Ich bin doch froh, dass ich die Margot einmal da hab. Morgen sind dann Sie wieder dran. So. Wenn ich nicht mehr gebraucht werde, das ist dann der Dank. Frau Burgmüller, das ist Ihnen doch bloß so rausgerutscht, oder? Die wird sich auch nicht mehr ändern. Nein, aber lass mir, die Burgmüllerin ist schon recht. Sie spinnt halt manchmal ein bisschen, aber wer tut das nicht? Aber kochen tut sie einmalig. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, wie ich eine Zeit lang weg war. Und Ihren Tee? Mögen Sie ihn vielleicht heute auch nicht? Also den täte ich wirklich nur trinken, damit Sie wieder mit mir reden, Frau Burgmüller. Am liebsten wäre mir jetzt eine halbe Helles. Und was ist mit dem Raubmord? Mit was? Okay, stellen Sie sich doch nicht so, Herr Inspektor. Als ob Sie nicht wüssten, was in Schwabing passiert. Also, Frau Burgmüller. Also, mich, wenn Sie fragen, sind Sie überhaupt bloß deswegen so schnell zurückgekommen? Also, Frau Burgmüller, ich bin im Krankenstand. Vielleicht sagt Ihnen das was. Ich bin beurlaubt und soll mich erholen. Und das, was da in Schwabing passiert ist, das geht höchstens den Kollegen Steiner was an. So, den Steiner? Da sehe ich schwarz. Frau Burgmüller. Weiß ja wo, wenn das so weitergeht, freut mich die ganze Polizei nicht mehr. Weißt was, Babs? Wenn's gerade Zeit hast, gehst gleich heute Nachmittag mit mir in die Ausstellung. Ja, wer sagt denn, dass ich gerade Zeit habe? Du hast doch gerade eben zu Frau Burgmüller. Ja, was ist denn das überhaupt für eine Ausstellung? Münchner Maler der Gegenwart. Ach, Malerei. Soll sehr interessant sein. So, Margot, sag mal, wenn so ein Maler ein Bild malt, wird das dann so, wie ihm gerade zumut ist? Möchtest du mich jetzt in Kunstpsychologie abhören? Nein, nein, Margot, ganz im Ernst. Ich will deine Meinung hören. Wenn einer traurig ist, malt er dann traurig. Und wenn einer gerade Geld gekriegt hat, malt er dann vielleicht lustig. Oh Gott. Ein Bild wird von der Stimmung des Malers sicherlich beeinflusst. Hm? Aber doch nur in gewissen Grenzen. Die meisten Maler haben doch ihren eigenen Stil. Hm. Rembrandt hatte zum Beispiel seine Hell-Dunkel-Technik. Und Van Gogh hat nach seiner dunklen Periode nur noch in hellen, bunten Farben gemalt. Ja, Rembrandt und Van Gogh, aber heute? Ja, heute ist doch noch genauer so. Da hat auch jeder seine eigene Maltechnik. So. Manche malen Öl, manche nehmen Tempera, Pastell oder Plakatfarben. Einige malen auch noch mit Gouache und andere mischen alles miteinander. Auch die Pinsel sind verschieden. Da gibt es Schweineborstenpinsel, Fischotternpinsel, Rotmarderpinsel und breite Kuhhaarpinsel für einen weichen Strich. Man könnte direkt meinen, du studierst auf der Kunstakademie. Aber geh, Paps. Das gehört doch heute schon längst zur Allgemeinbildung. Aber warum interessiert dich das eigentlich alles? Ach, ich hab da eine Idee. Sag einmal, bist du vielleicht doch nicht im Urlaub? Herr Sieber, Sie sind Ihren Onkel also um Geld angegangen. Naja, mir ging's mal ziemlich dreckig. Der hat es Ihnen verweigert. Kein Pfennig hat er rausgerückt. Stehen Sie finanziell jetzt besser? Es geht so. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 23 und 24 Uhr? Ist das nicht meine Privatsache? Es handelt sich hier um einen Mord. Also? Ich habe eine kleine Hütte bei Egling. Dort bin ich gewesen. Allein? Nein. Mit Fräulein Tamara Huber, sie ist mein Modell. Sie kann das bestätigen? Ja, natürlich. Adresse? Baumstraße 37 bei Frau Habermeyer. Kann ich jetzt gehen? Nein, da sind noch ein paar andere Fragen. Ja, was?
Sie nehmen ja noch Gouache. Die meisten, die verwenden doch halt Tempera und Plakatfarben. Der Herr ist ein Kunstkenner. Ja, ich mag diesen plakativen Strich. Erinnert mich ein bisschen an Toulouse-Lautrec. Wirklich, ganz großer Kunstverstand. Wollen kaufen, der Herr? Vielleicht, wenn ich was Passendes finde. Aha, Sie malen auf extra raues Büttenpapier. Daher der samtige Ton. Ich nehme nur das beste Material. Ach ja, Rotmarderpinsel. Ja, ja, Fischhaarpinsel auch. Ist aber nicht ganz billig, das alles. Ich verkaufe und kaufe wieder, was ich brauche. Da haben Sie recht. Na, die meisten Künstler, die müssen doch halt Schulden machen. Na ja, Schulden habe ich auch gemacht. Sir, bei wem denn? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Geht nicht. Orlowski ist tot. Ach, bei Orlowski waren Sie. Schlimme Sache. Übrigens, ich habe ihn gut gekannt. Schurke war das. Aber da fällt mir ein, wenn Sie den Orlowski gut gekannt haben, dann könnten Sie mir eigentlich einen Gefallen tun. Orlowski? Ja, ich hätte sehr gern eine Erinnerung an ihn. Gezeichnen Sie mir doch schnell einmal eine Skizze von ihm. Ich weiß nicht. Also 50 Mark ist es mir wert. Na, tun Sie mir halt den Gefallen, bloß ein paar Strich. 50 Mark. Wenn es wirklich ein Gefallen ist. Ich kann aber nicht arbeiten, wenn jemand zuschaut. Also gut, dann komme ich in einer halben Stunde vorbei. Da, nehmen Sie derweil die 20 Mark, den Rest kriegen Sie nachher. In Ordnung. Gut, gut. Ja, sagen Sie mal, Sie sind gut. Wieso? Sie haben mir doch in Pertach noch erzählt, dass Sie nichts verstehen von Malerei. Ganz recht. Und ich verstehe auch wirklich nichts davon. So? Was war denn das gerade jetzt? Das waren Sprüchfröschel. Weiter nichts wie Sprüch. Wenn ich das so genau wüsste. Sie müssen auch wissen, wo Sie sich aufgehalten haben. Ich hatte gestern einen Sitzen, wissen Sie? Und da war ich in verschiedenen Lokalen. In welchen? Genau. Zuerst im alten Maßkrug. Dann im Rotlicht, glaube ich. Und ja, zum Schluss im Dachboden. Sie können also nicht genau sagen, wann Sie in welchem Lokal waren? Beim besten Willen nicht. Wir werden das überprüfen. Aha. Mädchen mit Füllhorn, sagen Sie. Allerdings eine ziemlich vergeistigte Auffassung. Diese exemplarische Simplifizierung. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefällt. Sagten Sie nicht was von einem Auftrag? Ja, ja. Aber lassen Sie mich doch noch ein bisschen rumschauen. Das ist ja alles höchst interessant. Ne? Herr Tascherherr, was ist denn das? Ich hab's Mesozoikum genannt. Das ist. Halt, sag's nix. Das ist doch aus dem Zeitalter von Dinosauriern, nicht? Ja, ja, ich sehe es ganz deutlich. Drachen, Echsen, Seeungeheuer. Ja, muss ich schon sagen. Eine großartige Rückschau auf die überdimensionale Vorgeschichte unserer Menschheit. Ja, ich glaube, Sie haben recht. So was kann man wirklich nur aus einer ganz modernen Perspektive machen. Wer sind Sie eigentlich, Herr? Ach, wissen Sie, ich bin nur ein ganz einfacher Kunstfreund. Aber ich bin beeindruckt. Ja, bis ein junger Künstler so zu seiner Form findet, das ist ein langer Weg, was? Wem sagen Sie das? Ja. Sie haben es wohl auch nicht leicht gehabt, sich gegen Ihre Familie durchzusetzen. Was? Ich habe keine Familie, außer einem Onkel. Aber der ist jetzt tot. Ach, das tut mir aber leid. An was ist er denn gestorben? Er ist ermordet worden. Sie haben sicher von ihm gehört, Orlowski. Na, das nenne ich einen Zufall. Wieso haben Sie ihn gekannt? Ja, und ob ich ihn gekannt habe? Das heißt, ich habe ihn schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Dann haben Sie nichts versäumt. Das ist ja ein schreckliches Ende. Sie sollten eine Büste von ihm machen, zur Erinnerung. Das wäre das Letzte ausgerechnet von denen. Ich hab keine Zigaretten mehr gehört. Die alte Schlampen hat gesagt. Ach, du hast Besuch. Ja, ich schau mich nur ein bisschen um, Fräulein. Das ist Fräulein Huber, mein Modell. Ach, das Mädchen mit dem Füllhorn. Ja, also, wenn Sie schon keine Büste machen wollen von dem Orlowski, dann zeichnen Sie doch wenigstens so ein Porträtskizze von ihm. Also, ich hätte schon sehr gern eine Erinnerung an ihn. Na, und auf 50 Mark soll es mir nicht ankommen. 50 Mark? Geh weiter, Schorschi, das ist ein Wort. 50 Mark, für das können wir zwar eine ganze Woche lang rachen. Meinetwegen. Auf diese Weise bringt mir der Alte wenigstens doch noch was ein. Gut, sag ich. Sie dürfen aber öfters vorbeikommen. Der Schorschi ist ja so produktiv. Sie sind also sein Modell? Ja. Ich meine, wissen Sie, ich verstehe es ja auch nicht, warum er für das, was er macht, ein Modell braucht. Aber
Er ist halt ein Künstler, gell? Ja, ja. Ja, was da sehen, das ist sein neuestes Werk, das heißt Urmutter. Ach, ein hübsches Kleid haben Sie da. Ja. Naja, find's ja ein bisschen extravagant, aber er hat gesagt, es inspiriert ihn, wenn er mich so exotisch sieht. Na, was sagen Sie denn jetzt zu der Urmutter? Monumental. Sie? Keine Freiwörter, das bin ich nämlich hin. Manchmal meine ich schon auch, spinnt ein bisschen, aber dann denke ich mir halt wieder, er ist ein Künstler. Und wissen Sie, ich habe ja mit den Abstrakten lang nichts anfangen können, aber jetzt, glaube ich, jetzt schon langsam komme ich dahinter. Ja, und langsam gehst du mir auch auf die Nerven mit deinem pausenlosen Reden. Na bitteschön, da bin ich halt Staat. Ich hab bloß gemeint, ich unterhalte den Herrn, wenn er da schon 50 Mark gibt für das Brötel. Aber ich kann natürlich auch ruhig sein, bitte, wenn er das lieber ist. So, wenn Sie mal sehen wollen. Was? Das ist der Orlowski? Warum sind Sie denn so erstaunt? Ja, ich muss schon sagen, ich hab... Da haben Sie das noch nicht gespannt, dass alles, was er macht, abstrakt ist. Aha. Den Grafiker Skarupa müssen wir ausschalten, Herr Direktor. Eine Bedienung in der Milchbar hat ihn tatsächlich zu der fraglichen Zeit im Bahnhof herumstehen sehen. Und dieser Duschek, der Maler? Ist in den Schwabinger Lokalen gesehen worden. Zwar kann man sich nirgends an die genaue Zeit erinnern, aber immerhin. Wenn Sie meine Meinung hören wollen... Ja, natürlich. Wir sollten diesen Neffen von dem Orlowski, diesen Sieber, noch mal unter die Lupe nehmen. Er hat das stärkste Motiv. Tja, aber auch ein Alibi. Sie vergessen Tamara Huber? Gewiss, sie hat seine Aussage bestätigt. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Ich bin für eine Haussuchung. Ja gut, aber denken Sie auch an seine Hütte. Selbstverständlich. Übrigens, da ist noch etwas Komisches. Was mit dem Sieber? Nein, aber stellen Sie sich vor, bei der Überwachung von Skarupa will einer unserer Beamten den Inspektor Wanninger gesehen haben. Wanninger? Das ist doch unmöglich, der ist doch... Wanninger, sagen Sie? Gehört die Hütten Ihnen? Leider nicht. Die gehört einem Bekannten von mir. Ach, das wird doch nicht der Pichelmeier sein? Nein, Sieber heißt er. Also, der Pichelmeier hat nämlich genauso Hütten und der hat mich schon lange mal eingeladen. Übrigens, einen sehr schönen weichen Strich haben Sie. Nehmen Sie Kuhhaarpinsel. Na nun, verstehen Sie denn was davon? Naja, jedenfalls sehe ich doch, was gut ist. Drum ist es besonders schade, dass Sie den Orlowski nicht zeichnen wollen. Denn gerade Sie hätten ihn so getroffen, wie ich es gern mag. Ach, jetzt hören Sie doch endlich auf damit. Na nein, ich bild mir nichts ein. Gerade Sie haben die Technik und den Ton, der die Valeurs macht. Wissen Sie was? Wenn Sie keine Skizze machen wollen, dann malen Sie mir doch den Orlowski in Öl. Ich zahl's schon. Nein, nein, nein. Ach, geh weiter, sagen Sie ja. Ich hätte ihn nämlich wirklich gern zur Erinnerung. Na, und Ihnen macht's doch nichts aus. Also gut, schauen Sie morgen mal wieder vorbei. Ja, ich freue mich schon drauf. Warten Sie, kriegen Sie gleich eine Anzahlung. Wenn Sie Ihr Geld finden, zahle ich noch was drauf. Na, haben Sie außerdem irgendwo noch ein Zimmer? Nein, ich schlafe hier. Und in Ihrer Hütte? Ganz recht, oder in meiner Hütte. Die werden Sie jetzt wohl auch durchsuchen, was? Allerdings. Wissen Sie, dass man bei Orlowski kein Testament gefunden hat? Demnach sind Sie der Erbe. Ah. Sie scheinen ja gar nicht erstaunt zu sein. Wird schon noch ein Pferdefuß zum Vorschein kommen. Fragt sich nur, bei wem? Also, ich weiß gar nicht, was das alles bedeuten soll. Wollen Sie eine Orlowski-Gedächtnisausstellung machen, Herr Inspektor? Jetzt hören wir mal gut zu, Fröschl. Vielleicht kommst du dann von selber drauf. Wir haben doch bei dem Raubmord drei Hauptverdächtige. Den Skarupa, den Sieber und den Duschek. Na, und alle drei können zeichnen oder malen. Ah, deswegen deine Fragerei. Naja, ich habe mir überlegt, wenn einer von den dreien den Orlowski umgebracht hat, wie der dann zeichnen? Ja, so wie er alle seine anderen Bilder auch macht. So. Na, das glaube ich nicht. Wenn der den Orlowski zeichnen müsst, der ihn erschlagen hat, ich glaube, der tät sich verstellen. Das meine ich nämlich auch. Wahrscheinlich tät er sich verstellen. Also scheidet das Skarupa aus. Der hat sich nämlich nicht verstellt. Der malt so wie immer. Ja, und was ist mit dem Sieber? Das ist abstrakt. Ja, und der malt sonst auch abstrakt. Also hat er sich auch nicht verstellt. Jetzt bleibt uns nur noch der Duschek. Ja. Jetzt kommt alles drauf an, wie der den Orlowski malt. Er malt sonst leicht und duftig. Wenn er sich also verstellt, dann wird sein Orlowski hässlich und grob ausschauen. Das meinst du doch, Papa? Genau. Aber leider kriege ich das Bild erst morgen. Jetzt müsste man bloß noch wissen, wo er das Geld versteckt hat, wenn es war. In der Wohnung ist es nicht. Also ist es woanders. Vielleicht draußen. Nein, draußen. Ja, aber wenn er es draußen in der Natur versteckt hat, dann muss er es doch auch wieder finden. Und ich habe in seinem Atelier festgestellt, dass er viele seiner Bilder von einer und derselben Stelle ausgemalt hat. Merkst du was?
Also, was ist jetzt, Papa? Kommst du mit in die Ausstellung oder nicht? Ausstellung? Aber Margot, ich hab doch keine Zeit. Herr Fröschl, hat mein Vater Zeit oder nicht? Also, ich möchte mich da nicht reinmischen. Vorgestern Abend war ich im Kino. Und anschließend? Haben Sie Fräulein Huber da vielleicht gesehen oder in Ihrem Zimmer gehört? Ja, gehört habe ich schon. Was, Sie haben sie gehört? Wissen Sie das ganz bestimmt? Ja, freilich. Sie hat in Ihrem Zimmer rumgewirtschaftet und einmal hat sie was fallen lassen. War jemand bei ihr? Ja, wo denken Sie denn hin? Herrenbesuche nach 10 Uhr gibt's bei mir nicht. Schau mal her, Paps. Der da hat das Gegenständliche ganz aufgelöst. Und trotzdem hast du den Eindruck, du bist in einem blühenden Garten. Und sag einmal, du schaust überhaupt nicht her. Hä? Was findest du jetzt gerade an dem Bild so besonders? Die Hütten? Ja. Geh, Margot, hol mir doch einmal jemand, der für den Verkauf zuständig ist. Ja, am Himmel, mein Papst, du wirst doch nicht den alten Schinken kaufen wollen. Bitteschön, gefällt Ihnen dieser Duschek? Ja, ich habe selten ein so inspirierendes Bild gesehen. Sie geben also zu, dass Sie in der Mordnacht nicht in der Hütte von Sieber waren? Ja, ich war daheim. Und wo war Sieber? Na ja, bei mir halt. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Weil der Habermeier gesagt hat, sie schmeißt mich raus, wenn sie noch mal bei mir erwischt. Wann ist Sieber von Ihnen fortgegangen? Der hat ja nicht raus können. Weil der Habermeier früher zurückgekommen ist, wie wir gedacht haben. Also wann? Um 3 oder 4. Die passt ja auch für einen Haftelmacher. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie haben schon einmal gelogen, um Sieber zu decken. Aber das reicht wohl aus für einen Haftbefehl. Ah, Sie da, unser Kunstfreund. Na, hoffentlich störe ich nicht. Was wird denn hier gefeiert? Frau Duscheks großer Erfolg. Irgendein Mäzen hat sein Genie entdeckt und ein Bild direkt aus der Ausstellung gekauft. Na, da gratuliere ich aber, Herr Duschek. Kann ich jetzt mein Porträt abholen? Ja, das ist fertig. Ja? Kommen Sie. Was noch ein Verkauf? So ein Glückspilz. Ja, der Herr Skarupa. Da ist er. Nehmen Sie ihn gleich mit. Ist Herr Sieber da? Ja, da bin ich. Was wollen Sie denn von mir? Herr Sieber, ich verhafte Sie wegen Raubmordes an dem Kunsthändler Orlowski. Aber hören Sie, soll das ein Witz sein? Sie können ruhig aufgeben, Sieber. Abgesehen davon, dass Ihr Alibi falsch war. Wir haben das geraubte Geld in der Nähe Ihrer Hütte gefunden. Augenblick, Herr Steiner. Sie haben den Falschen verhaftet. Sie? Wanninger? Also doch. Wo haben Sie das Geld gefunden, Fröschl? Genau an der Stelle, wo Sie mir gesagt haben, Herr Inspektor. Also genau an dem Punkt, von dem aus alle diese Bilder mit der Hütte gemalt worden sind. Und der Maler dieser Bilder ist auch der Mörder. Sie sind ja verrückt. Es ist zwecklos, Herr Duschek. Sie haben ja schon ein Geständnis abgelegt. Schauen Sie mal an. Wie haben Sie den Orlowski gemalt? Und jetzt schauen Sie sich Ihre Bilder an. Sie malen doch sonst ganz anders. Sie haben sich verstellt. Haben sich verletzt, Wanninger? Ach, mein verflixtes Kreuz. Na, jedenfalls, ich gratuliere. Dankeschön. Zum Erfolg Ihrer Kur. Ich sehe, Sie sind wieder voll einsatzbereit. Hä?